So, der nächste wichtige Punkt jetzt in eurem LinkedIn-Profil ist der Infobereich hier. Und hier kommen auch schon die ersten Storytelling-Ansätze, die ersten Business-Storytelling-Ansätze zum Zuge sozusagen. Hier auch ganz wichtig, hier, soweit ihr wollt, könnt ihr immer das Private mit dem Beruflichen verbinden. Eine Bitte, und das ist ganz wichtig, bitte keine Bullet Points verwenden. Schreibt ganze Sätze, das ist ganz wichtig. Es soll ein Fließtext sein, der soll gut zu lesen sein und baut definitiv, also meine Empfehlung an euch, baut eure persönliche Story mit ein. Einfach, dass so ein bisschen persönliches Gusto drin ist. Jetzt nicht nur eure Berufserfahrung runterrattern, sondern einfach eure eigene Heldenreise sozusagen wiedergeben. Und ihr seht jetzt bei mir, meine Story ist, also meine jetzige Story, meine alte Story seht ihr gleich in meiner Berufserfahrung unten, aber das ist meine jetzige Story sozusagen, mein Why sozusagen, für was ich stehe. Gemeinsam mit meinem Co-Founder Uwe von Grafenstein habe ich Karlemann von Grafenstein ins Leben gerufen. Unsere Mission, anderen Unternehmern als Sparingspartner, Impulsgeber und Ideengeber zur Seite zu stehen. Wir verstehen uns als Beschleuniger für dein Unternehmen und bieten dir die Abkürzung an mit Erfahrungen, die wir aus unseren letzten, jeweils zum deutschen Marktführer aufgebauten Unternehmen, SEO Entertainment und Kinoheld, beide zum Exit geführt, gewonnen haben. Wir sind dein A-Team, was die Bereiche Storytelling, Content Marketing, Social Media Marketing, Social Selling, Business Development, Sales Strategien, Personal Branding oder einem hervorragenden Netzwerk aus 15 Jahren Medien, Digitalerfahrung angeht. Ihr seht hier, dieser Text ist bei mir komplett jetzt natürlich auf das Beratungsthema aufgebaut, mit aber den Vertrauenselementen der vorhergegangenen Unternehmungen. Eben bei Uwe war es die SEO Entertainment, bei mir Kinoheld, da haben wir Online-Ticketing und Mobile-Ticketing für Kinos, eine Software entwickelt, die wir an Eventim verkauft haben, ein CTS Eventim in 2018, also einen Exit mit der Firma gemacht haben. Das erwähne ich da natürlich, um einfach Vertrauen aufzubauen. Im nächsten Schritt biete ich direkt ein Call to Action an. Du möchtest mit uns arbeiten? Dann schau dir mal unsere Website an. Dieser Link ist nicht klickbar, da kommen wir aber gleich dazu. Hier baue ich wieder Vertrauen auf mit meinem Profilbesucher, und zwar, weil ich ausgewählte Kunden wiedergebe. Und zwar einmal die Daimler AG, BCG, also die Boston Consulting Group, Startups aus dem Silicon Valley und hier eine große Agentur aus München. Nur mal als Beispiel. Ich versuche gleich Vertrauen aufzubauen. Dann setze ich noch ein Call to Action, und zwar hole dir mein neues Buch Startup Hacks, was Unternehmen wirklich voranbringt. Gib hier den Redline Verlag mit und den Link zu Amazon sozusagen. Also dieser Infobereich ist für euch ein sehr wichtiges Tool, um direkt Vertrauen aufzubauen mit dem Profilbesucher, um eure Story mit ihm zu teilen und um ihn abzuholen sozusagen, für was ihr steht, wo ihr arbeitet, in welchem Bereich ihr tätig seid und im Endeffekt um hier auch wieder das Thema Vertrauen. Und ihr werdet merken, das Thema Vertrauen wird heute noch oft fallen, weil es geht immer um das Vertrauen. Es geht immer darum, Vertrauen aufzubauen zu einem neuen Lead, zu einem neuen Interessenten, zu einem Profilbesucher. Und deswegen versuchen wir bei LinkedIn alles auszunutzen, um da sofort dieses Vertrauen aufzubauen. So, der nächste spannende Bereich bei LinkedIn ist hier im Fokus. Und warum der Bereich so spannend ist für euch, ist, hier haben wir das erste Mal die Möglichkeit, dass wir externe Links platzieren. Das bedeutet, wir können den LinkedIn-User aus der LinkedIn-Welt herausholen und gezielt auf andere Landing-Pages lenken, Webseiten lenken oder Beiträge vorstellen. Und ihr seht jetzt bei mir zum Beispiel, hier haben wir eines unserer White Paper direkt im Fokus. Und was jetzt passiert, wenn ich hier draufklicke, ist, ich komme sofort als LinkedIn-User auf die Landing-Page, wo es das White Paper zum Download gibt. Und ihr merkt, warum das für uns so spannend ist, wir haben wirklich da die Möglichkeit, den Lead einzusammeln sozusagen. Entweder, weil wir ihn auf eine Landingpage lenken, wo es einen Download gibt, also wo er sich für etwas eintragen kann. Also TQ hat ja auch etliche Whitepaper mittlerweile in fast jedem Bereich. Da könnten wir rein theoretisch so ein Whitepaper integrieren. Oder auch einfach, jetzt seht ihr hier das Thema Geschichten, die verkaufen, habt ihr oben schon gesehen. Kurz für euch zum Hintergrund, Geschichten, die verkaufen, ist unsere Content-Marketing- und Storytelling-Ausbildung und wird deshalb hier auch natürlich promoted sozusagen. Und hier mit Klick auf dieses Feld kommt man direkt auf die Website von Geschichten, die verkaufen. Also wir haben hier zwei Link-Outs sozusagen platziert, einmal zum White Paper, weil da wollen wir den Lead einsammeln, also den E-Mail-Kontakt im besten Falle. Hier geben wir weiterführende Informationen zum Produkt und weiter, weil wir haben nicht nur die Möglichkeit, sozusagen Links zu platzieren, sondern auch Posts, die wir abgesetzt haben. Und ihr habt ja oben gesehen, ich habe angegeben, ich gehe nochmal hoch, ich stehe für Content Marketing und Storytelling. Also ich stelle hier eine Behauptung auf sozusagen. Und diese Behauptung, da gebe ich jetzt gleich ein Argument dafür. Ja, okay, jetzt kann ja jeder sagen, dass er für Content Marketing steht, aber
ich beweise es sozusagen auch, weil ich hier einen Post einbinde sozusagen, der auf 1500 Likes gekommen ist und der wirklich viral gegangen ist auf LinkedIn. Vielleicht hat den der ein oder andere auch gesehen von euch. Das war hier so ein Kassenzettel sozusagen, wie man mittelständische Unternehmen unterstützen kann. 6 Möglichkeiten, kleine und mittelständische Unternehmen zu unterstützen. Und das Spannende daran war, im Endeffekt, und das seht ihr gleich bei der Reichweite, ich habe mit diesem Post fast 70.000 Menschen auf LinkedIn erreicht, komplett organisch. Ich habe keinen Cent Marketingbudget dafür in die Hand genommen. Ich habe da 70.000 Menschen erreicht. Das ist auf jeden Fall eine Menge Holz, die man da erreicht, sozusagen eine Menge andere User, ohne Geld in die Hand zu nehmen, ohne Werbebudget in die Hand zu nehmen. Und den Post binde ich natürlich bei mir im Fokus ein, weil ich natürlich sage, okay, hier zeige ich zweimal zwei Links, aber hier gebe ich noch einmal tiefere Informationen, okay, der belegt jetzt diese These, die er oben aufgestellt hat, diese Behauptung, und er liefert gleich den Beweis, dass er dafür steht. Ihr seht hier, und das habe ich euch vorher ja gesagt, im Endeffekt habt ihr die Möglichkeit, auch etwas, einen privaten Gusto reinzubringen. Und das Wichtige, warum privat, ist einfach, am Ende sind wir alles Menschen. Natürlich gibt es B2C und B2B, aber am Ende ist es immer Age to Age, also Human to Human. Es interagieren immer Menschen zusammen. Und wenn ihr es jetzt natürlich schafft, eine Bindung aufzubauen mit einem anderen Interessenten, also es kann ein möglicher neuer potenzieller Kunde sein oder einfach ein Kooperationspartner oder ein spannender Kontakt für euer Netzwerk, und der hat ein ähnliches Hobby wie ihr sozusagen. Bei mir seht ihr jetzt hier, ich war mit meiner Tochter im Skatepark zum Beispiel, weil ich total gern Skateboard fahre. Einfach hier so ein bisschen rumrollern durch den Skatepark, finde ich super, und meine Tochter ist gern damit dabei. Und da richte ich mich an alle anderen Papas sozusagen und frage, was die Papas denn so für gemeinsame Hobbys mit ihren Töchtern haben. Dann gehe ich gern in die Berge und das teile ich natürlich auch und gebe dann halt mein optimales Mittel gegen Stress mit, also einfach halt ausgedehnte Bergtouren. Und da seht ihr, da bringe ich mein Privates rein sozusagen. Das zieht natürlich, weil LinkedIn sich auch weiterentwickelt hat. LinkedIn ist nicht mehr nur noch diese Business-Plattform, sondern es vermischt sich immer mehr. Und es wird euch auch aufgefallen sein, wenn ihr bei LinkedIn unterwegs seid, dass auf einmal viel mehr Privates kommt. Es wird viel mehr geteilt, was auch irgendwie Hobbys von bestimmten Menschen. Also es vermischt sich mittlerweile alles. Es wird wirklich zu einem sozialen Netzwerk, zu einem sozialen Business-Netzwerk. Deswegen ist es so spannend. Das ist jetzt nicht wie auf Instagram oder Facebook, wo man irgendwie, keine Ahnung, Bilder von seinem Essen teilt oder so. Es sollte immer so sein, dass es im Business-Kontext ist. Also das Private sollte dann immer sozusagen den Business-Part unterstützen. Es sollten immer so unterstützende Maßnahmen sein. Aber am Ende entscheidet immer ihr, wie viel Privates ihr teilen wollt. Müsst ihr nicht, könnt ihr. Mein Tipp ist dann nur an der Stelle, ihr schafft es viel schneller, eine Bindung aufzubauen, vor allem zu Menschen mit einem ähnlichen Wertesystem. Das bedeutet einfach, da haben wir wieder das große Sieb, das durch LinkedIn geht. Menschen, die nicht Papa sind vielleicht oder die nicht gerne in die Berge gehen oder nicht gern irgendeinen Lifestyle-Sport betreiben, die werden sich wahrscheinlich jetzt nicht so schnell mit mir connecten, vielleicht auch doch, aber ich schaffe es dadurch, dass ich noch schneller genau ein bestimmtes Zielpublikum anziehe. Und wie ihr das macht, ihr geht hier auf das Plus und dann habt ihr hier die Möglichkeit, einen Beitrag anzuzeigen. Das bedeutet einen Beitrag, den ihr schon veröffentlicht habt auf LinkedIn, einen Artikel, den ihr bereits veröffentlicht habt, einen Link oder eine Mediendatei. Und wenn ihr jetzt wie ich hier mit dem White Paper einen Link einbauen wollt, dann klickt ihr hier einfach auf Link, gebt hier den Link ein, auf Hinzufügen und der Link erscheint hier sozusagen. Wenn ihr auf den Stift klickt, habt ihr die Möglichkeit, das Ganze noch zu sortieren, also die Anordnung neu zu machen sozusagen. Und den Bereich generell im Fokus fügt ihr hinzu, hier bei Profil ergänzen. Das werden wir heute noch öfters benötigen, weil sobald ihr hier draufklickt, seht ihr, da ist im Fokus und dann könnt ihr den im Fokusbereich hinzufügen sozusagen. Weil das ist meistens noch nicht alles komplett so eingerichtet bei einem Profil. Das müsst ihr selbst hinzufügen. Das macht ihr aber hier bei Profil ergänzen. Und schon habt ihr es geschafft, mit im Fokus euer Profil klickbar zu machen. Es wird interaktiv. Es ist nicht nur statisch sozusagen, sondern es wird ein interaktives Profil, wo ihr Interessenten, Profilbesucher aktiv irgendwo auf eine Landingpage hinverweisen könnt. Deswegen ist es extrem spannend für uns.